Tine Maike Bo arbeitet als selbstständige Kosmetikerin in einem Salon in Stockholm. Ursprünglich aus Ismaning bei München heiratete sie vor 10 Jahren einen Schweden. Tine geht ihrem Beruf nach, wie die allermeisten Frauen hierzulande. Und das, obwohl sie Mutter von 5 kleinen Kindern ist. Keine Ausnahme. In Schweden ist es eher ungewöhnlich, wenn eine Frau mit Kindern über einem Jahr nicht berufstätig ist. Wie das? Das Leben hier ist sehr teuer. Ein Gehalt reicht meistens nicht aus. Dann ist die Kinderbetreuung sehr gut organisiert. Ich muss nicht mittags nach Hause kommen, um die Kinder abzufüttern. Und man ist es hier gewöhnlich, Kinder zu haben. Und außerdem bin ich auch kein Hausmütterchen. Überhaupt nicht. Ich könnte es zu Hause nicht aushalten allein. So, ich will lieber arbeiten. Ein weiterer Anreiz für die Frauen hier zu arbeiten, es gibt kein Ehegattensplitting. Das bedeutet, als Verfasser von Gebrauchsanleitungen verdient ihr Mann Stefan mehr als sie. Wenn Tine nicht arbeitet, hat er aber davon keinen Steuervorteil. Gerade spricht Stefan mit einer Ingenieurin der Firma Ericsson ein neues Handbuch durch. Akademiker wie er verdienen weniger als in Deutschland, denn hier klaffen die oberen und die unteren Einkommen nicht so weit auseinander. Sein Bruttogehalt beträgt 5.600 Mark im Monat. Netto bleiben ihm etwa 3.500 Mark, zu wenig, um die Familie allein zu ernähren. Dafür macht der schwedische Staat es den Eltern leicht, dass beide arbeiten. Elin und Philipp, die Schulkinder der Maike Bos, sind im sogenannten Freizeitheim. Hier werden die Kinder auch in den Ferien betreut, wenn es sein muss, bis 6 Uhr abends. Für kleinere Kinder können die Eltern wählen zwischen einem Platz im Kindergarten oder bei einer Tagesmutter. Allerdings, wenn ein Elternteil nicht arbeitet oder arbeitslos wird, verfällt mancherorts der Anspruch auf die preisgünstige staatliche Betreuung. Stefan hat schon die 3 Kleinen, Rasmus, Pontus und Oskar, von der Tagesmutter abgeholt. Nun trifft sich die ganze Familie zum Großeinkauf fürs Wochenende. In Schweden bedeutet das sogar mit 5 Kindern keinen Stress. Denn auch die Geschäftsleute tun alles für ein angenehmes Leben mit Familie. Das erschöpft sich nicht in lustigen Autos für die Jüngsten. In diesem großen Supermarkt in einem Stockholmer Vorort betreut eine ausgebildete Kraft die Kinder, solange die Eltern einkaufen. Und die Kinder nehmen das Angebot gerne an. Hier können sie unter Aufsicht bauen, toben oder malen. Und natürlich stehen auch Computer bereit, wie überall in Schweden, wenn es Angebote speziell für Kinder gibt. Ebenfalls typisch schwedisch ist das Nummernziehen und Anstehen. Es geht hier immer der Reihe nach, egal ob Feinkost, Post oder Apotheke. Selbst im staatlichen Gesundheitswesen, etwa bei einer Operation, heißt es einer nach dem anderen, keiner wird bevorzugt. Bei Maike Bos müssen viele satt werden und das Leben ist teuer, bei einer Mehrwertsteuer von 25%. Zudem wohnen sie noch in der Region Schwedens mit der höchsten Einkommensteuer. Doch dafür ist Platz hierzulande erschwinglich. Ihr Anwesen im Grünen, nur 20 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, kostete umgerechnet ganze 300.000 Mark. Tines Kinder haben Allergien, sie dürfen etwa nur Diätkost essen. Das ist teuer. Doch diese Zusatzkosten übernimmt der Staat hier voll. Gerade Kindern gegenüber entwickelt die schwedische Gesellschaft also eine umfassendere Fürsorge. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich Tine jetzt wohler fühlt als in Deutschland. Es ist ein wesentlich freieres Gefühl. Die Nachbarn beobachten eigentlich von morgens bis abends. Man kann leben, wie man will. Man lebt besser mit Kindern, es ist leichter. Es gibt überall Fahrstühle, man kommt mit dem Kinderwagen überall hin. Es ist schön beim Einkaufen, die Leute sind nett zu einem. Mir ist es passiert in Deutschland, dass ich angeschnauzt worden bin an der Kasse, dass ich falsch gestanden bin und sowas. Das passiert hier nicht. Mir wird freundlich begrüßt, wenn man einkaufen geht an der Kasse, sehr angenehm. Und man lebt einfach frei. Ich finde es schön. Man hat Platz und man ist frei. Tatsächlich, die Erholung in der freien Natur lockt in diesem Land des Hightech-Booms immer gleich an der nächsten Ecke. Allseits beliebt ist das Picknick. Die knapp 9 Millionen Schweden wissen diesen Reichtum zu schätzen. Sie nehmen sich die Zeit, lassen sich auch von Bits und Bytes nicht zu Überstunden zwingen
und sind trotzdem erfolgreich im internationalen Wettbewerb. Kein Wunder, wenn es manche Deutsche hierher zieht, trotz der hohen Steuern.